Hallo, hier ist die Delia von Westwing. Ich wollte euch heute mal meine liebsten Winter- und Weihnachtsblumen zeigen. Blumen sind ja eher so ein Thema für Frühling und Sommer. Und im Winter weiß man oft gar nicht so, welche sucht man eigentlich aus, welche passen vielleicht auch zu meiner Weihnachtsdeko. Ich habe zwei wirklich Favorites, die ich jedes Jahr eigentlich zu Hause habe. Das ist einmal der Weihnachtsstern. Und zwar in Weiß. Klassisch ist er ja rot, aber ich finde ihn irgendwie in Weiß etwas moderner und ja, ein bisschen schicker. Dann die Hagebutte. Total trendy in diesem Jahr sind die Hagebuttenzweige. Ich habe sie sogar hier. Kann man sogar sehen, sind rote Beeren sogar auf meinen Kissen. Und als drittes noch die Amaryllis, die wahrscheinlich glamouröseste unter den Weihnachtsblumen. So, zunächst der Weihnachtsstern. Der Weihnachtsstern ist ja wirklich der Klassiker unter den Weihnachtsblumen. Ich finde ihn in Weiß ein bisschen moderner, ein bisschen schicker. Und man kann ihn natürlich ganz normal in einem silbernen Topf aufstellen. Ich habe mich heute für ein kleines Arrangement mit Mini-Weihnachtssternen entschieden. Ich habe dazu ein ovales Tablett, zwei Mini-Weihnachtssterne und mittelgroße Christbaumkugeln genommen. Man stellt einfach die drei Weihnachtssterne in das Tablett und legt die Kugeln außen rum. Und fertig ist ein schönes Centerpiece für den Weihnachtstisch oder den Eingang in der Adventszeit. Beim Weihnachtsstern muss man ein paar Dinge beachten. Wenn man den einkauft, unbedingt darauf aufpassen, dass er nicht in die Kälte kommt. Das heißt, wenn man den vom Blumenladen holt, immer schön einwickeln und nicht irgendwie lange mit draußen rumlaufen, sondern immer warmen lassen. Dann sollte der Weihnachtsstern zu Hause nicht im Zugluft stehen, also nicht irgendwie auf dem Fensterbrett. Er sollte auch nicht direkt der Sonne aus, Sonnenstrahlung ausgesetzt sein. Gießen ab und an mal mit Wasser auf Zimmertemperatur. Und ganz wichtig, Weihnachtssterne sind, wer wie vielleicht einige von euch ein Haustier hat, wie ich, mein Hund Lola, muss besonders aufpassen, weil Hunde und Katzen, für die sind Weihnachtssterne giftig. Also ich kann nur sagen, meine Lola, die knabbert immer alles ab, was irgendwie an, was irgendwie auf Augenhöhe ist. Deshalb stehen bei mir die Weihnachtssterne immer wo, wo sie nicht fragen kann. Hagebutten sind dieses Jahr ein totaler Trend. Sind super schön und schlicht, einfach in der Vase. Man kann aber auch einen echt total edlen Winterblumenstrauß daraus machen, wenn man dazu noch Eukalyptusblätter und Rosen gibt. Man fängt so an, dass man die Eukalyptusblätter abschneidet, aber nicht zu kurz, sondern wirklich, dass sie aus der Vase etwas, ja, ich sag mal, überquillen, damit das Ganze schön üppig aussieht. Als nächstes kommen die Rosen. Ich habe einmal eine normale Rose und zwei Wildrosen verwendet und die auf Höhe der Vase gekürzt. Die werden dann reingesteckt und zum Schluss kommen sozusagen die Stars der ganzen Sache, die Hagebutten. Da habe ich jetzt kleine Teilchen von den Hagebutten genommen, sodass ich die wirklich schön in der Vase verteilen kann, dass überall diese kleinen Hagebutten schön draus gehen. So, und zum Schluss haben wir noch die Amaryllis, die super glamouröse unter den ganzen Winter- und Weihnachtsblumen. Ist ja an sich, man muss wirklich nicht mehr viel damit machen, ist an sich schon irgendwie spektakulär mit ihrer tropfenförmigen Blüte. Die Amaryllis ist aber auch nicht so ganz einfach, man sollte ein paar Pflegehinweise beachten. Die Amaryllis hat eine Besonderheit, wenn man die Stiele in die Vase stellt. Die rollen sich nach oben und es sieht nicht mehr hübsch aus. Man kann aber was dagegen tun, einfach einen Tesafilm nehmen und den unten am Stängel der Blume außen rum kleben, sodass eben dieser Stängel nicht mehr nach oben quillen kann, sobald Wasser hinkommt. Die Amaryllis sollte im Allgemeinen nicht zu viel Wasser bekommen, weil der Stängel sonst aufweicht. Einfach unten ein bisschen Wasser, so ungefähr auf Zimmertemperatur, in die Vase geben. Das reicht völlig aus. Das Wasser in der Blumenvase mit der Amaryllis sollte alle 4 bis 5 Tage ausgetauscht werden, weil es sonst milchig wird. Dann kauft ihr Amaryllis am besten welche nehmen, die noch geschlossen oder leicht geöffnet sind. Bei Zimmertemperatur zu Hause gehen die dann in den nächsten 2, 3, 4 Tagen auf. Und dann hat man einfach besonders lange was davon.